Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Spider-Man 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, ich hab Bock mit euch und Miles die letzten zwei Prowler-Verstecke zu machen. Das müsste ja jetzt wirklich so langsam die letzten sein. Wir wechseln auch mal mit... wechseln zu Miles, das wollte ich sagen. Weil den sehen wir sowieso deutlich weniger als Peter. Und deswegen brauchen wir ein bisschen Miles-Action hier. Freunde, auf jeden Fall, wie immer natürlich, danke für eure Unterstützung bei den ganzen Projekten hier, ganze Videos geliked, kommentiert. Danke, danke, ein Ohrenscheiß, einfach danke. Und nochmal danke auch an alle Kanalmitglieder. Und Freunde, macht beim kostenlosen Gewinnspiel von meinem Partner mit. Ich habe es jetzt nicht so oft erwähnt in den ganzen Videos, aber Link in der Videobeschreibung, kostenloses Gewinnspiel, könnt ihr jeden Monat aufs Neue mitmachen, was gewinnen. Und ja, warum nicht mitmachen denn, dementsprechend. Zweiten Gaming-Kanal habe ich auch schon erwähnt, öfters. Der Souls Gaming, wenn ihr Bock habt, noch auf noch mehr. Nach Spider-Man, währenddessen oder danach, ich weiß nicht genau. Mal gucken, wie das so wird mit den Videos. Die müssen auch alle hochgeladen werden. Alan Wake werden wir natürlich zocken. Wir werden wahrscheinlich danach, ich glaube, danach müsste, glaube ich, mit Early Access, müsste es Call of Duty sein. Da kannst du ja, glaube ich, wieder die Kampagne eine Woche früher zocken. Wenn du es digital kaufst, die Schweine. Na gut, egal. Machen wir, zocken wir, haben Spaß wieder, weil ich freue mich auch auf die Kampagne. COD-Kampagne macht immer Bock. Macht immer Bock. Und, ja, was kommt denn noch alles dieses Jahr? Naruto kommt noch dieses Jahr, Avatar kommt noch dieses Jahr. Was kommt denn noch, ey? Einiges, ey. Auf Naruto, Naruto hab ich auch Bock. Hab ich auch Bock. Wird auch geil. Ach ja, ey, allgemein dieses Game-Jahr überragend, ey. Wirklich überragend. Da haben wir eine Kiste. Wieder nur eine blaue Kiste. Also, wir finden nur noch blaue Kisten, ne? Muss man auch mal sagen, ja. Der Anzug sieht ganz cool aus, oder? Das steht ihm irgendwie. Ja, dieses Schwarz-Rote ist einfach sein. Das sind seine Farben, Mann. Das sind seine Farben. Spinnenbord, wo seid ihr denn? Spinnenbord. Was haben wir denn? Haben wir dann vielleicht mit ihm noch ein paar andere Sachen jetzt freigeschaltet? Ja. Junge, ich hab doch im letzten Part noch davon geredet! Näher an Wolverine kommen wir. Oh ja, geil! Woo. Was ist das hier, ey, Junge? Das ist geil! Alter, sogar sein X-Force! Was soll denn das, Alter? Geil! Beste aller Zeiten! Beste aller Zeiten, ey! Ey, was ist denn jetzt hier los, Mann? Hört doch auf, bringt ihn doch raus! Was ist das denn? Was ist das denn? Sieht ihr den Kragen? Das sieht ja wild aus. Zacken. Ja, Zackenbarsch, Junge. So, warte mal. Mit ihm kaufe ich jetzt auch einfach mal alle, die wir kaufen können. Das sieht ja wirklich ja, nicht so cool aus, ehrlich gesagt. Purple Rain, a Purple Rain. Sei doch ruhig, hör auf zu singen. Selbstgemachter Anzug. Ja. Ey, Technikteile über 5000. Ey, das haben sie auch wieder. Haben es auch wieder übertrieben, ne? Auch richtig geil. Das Endeanzug. Ja, damit. Hm, ja. Ich überlege natürlich die ganze Zeit auch so ein Ranking zu machen, aber ich wüsste gar nicht, wie ich da ein Ranking machen soll. Echt, das geht gar nicht, ey. Könnte ich gar nicht machen. Ich habe ja damals zum ersten eins gemacht, aber wie soll ich hier ein Ranking machen? Ich könnte die nur in einem Video alle mal zeigen, ne? Aber. Wie willst du dann ein Ranking machen? Wie willst du die. Alleine wenn du die Anzugvarianten mit rausnimmst und nicht mit reinnimmst, da wird es ja schon schwer. Wie willst du das denn schon ranken? Das sind ja so viele Anzüge. Die Stokise kommt auch ganz cool, so. Gut, aber wir wollen den hier, in der Variante. Richtig nice. Ey, gib doch, ey, hör doch auf, Mann, ey. Hör doch auf, Mann. Wirklich, teasert mal einen Helden an. Einen anderen Helden, der nicht im Spider-Man-Kosmos ist. Hier, Hell's Kitchen, Daredevil zum Beispiel. Bring doch mal Daredevil raus, Mann. Ich habe so eine Liste von Superhelden. Eine Liste von Superhelden und die passenden Studios. Und bei Daredevil hätte ich auch ein Studio. Und zwar das... Ja, obwohl...
Ich wollte echt mal ein Video machen. Ich sag's euch, weil die jetzt korrekt am Start sind, ne? Für Daredevil fände ich es, glaube ich, ganz geil, wenn die Sifu-Macher das machen würden. Weil du ja viel Nahkampf machen würdest. Wisst ihr aber, wer wirklich perfekt geeignet wäre von Sony Studio? Das habe ich schon mal gesagt. Und jetzt lasst es euch nur auf der Zunge zergehen und überlegt kurz, wenn ihr die Serie gesehen habt oder wenn ihr Comics gelesen habt. Punisher, ein Punisher-Game von Naughty Dog. Dann ist Ende im Gelände. Besseren gibt es nicht. Stadion versteckt? Perfekt. Punisher-Game von Naughty Dog. Das wäre heftig. Das wäre heftig. Wäre auf jeden Fall besser als ein gescheitertes Multiplayer-Projekt, was sowieso nicht rauskommt. Tja. Hat er das gesagt? Ja, er hat's gesagt. Das Rohr sollte zum Verstecken gehen. Ein Generator? Muss irgendwas mit Strom versorgen. So, Strom kommt. Es gibt wohl Probleme mit dem Strom. Meine Netze sind ein sehr guter Stromleiter. Ja, ey, Punisher von Naughty Dog, dem würde ich das richtig zutrauen. Weil sie können auf jeden Fall richtig tiefe Stories schreiben. Und sie können die Brutalität, die es braucht. Das wird perfekt passen, ja. Aber ich will jetzt nicht alle Studios und alle Helden hier verraten, ja. Ich will dieses Video eigentlich schon seit zwei Jahren oder so machen. Aber ich weiß die ganze Zeit nicht, wie ich das machen soll. Aber ich habe mir einige Helden überlegt, plus Studio. Einige. Weil es wird ja sowieso, das habt ihr ja mitbekommen, die nächsten Jahre sowieso so viele Superhelden-Games geben. Ist ja Captain America, Black Panther ist ja schon angekündigt, Black Panther Solo nochmal, was auch viele vergessen, was man auch gar nichts mehr hört von Warner zu Wonder Woman, dann hört man ohne gar nichts mehr, ist aber auch schon eine Weile jetzt angekündigt. Wolverine natürlich auch, klar, von Insomniac Games. Und ich habe noch einige vergessen, glaube ich sogar. Du hast mein Versteck beim Stadion gefunden. Das ist mein Liebstes. Wieso? Sagen wir einfach, ich hatte einen New York City, von dem sonst niemand wusste. Ich habe mich in den Hauptrechner des Stadions eingeklinkt und über meine Prowler-Maske Spiele verfolgt. Was? Niemals. Als säße man völlig umsonst direkt am Spielfeldrand. Vielleicht können wir diesen Prowler-Rabatt beibehalten. Also, zumindest während der Saison. Leider nicht, Miles. Wir sitzen auf den billigen Plätzen wie alle anderen. Hey, was? Die Torchers sind endlich wieder gut. Da kann man auch mal eine Ausnahme machen, ne? Sowas muss eigentlich noch kommen, ne? Sowas wird ja noch kommen, ne? Aber das muss halt auch dann erschwinglich sein. Nicht vom Preis her wie diese komische Apple-Brille da, 2000 oder was war das. Aber sowas wäre auch krass, wa? Wenn du dann wirklich so Kameras im Stadion hast, wo es wirklich so rüberkommt, als wenn du am Spielfeldrand direkt stehst. Sitzt. Das wäre krass, man. Wo das um dich herum so ein Feeling ist. Das wäre geil, man. Was ich auch mal gesehen habe, ich verstehe gar nicht, ob das bei Amisport gibt oder sowas, mittlerweile oder öfters. Irgendwo habe ich mal sogar ein Fußballspiel gesehen, wo die Spieler oder der Schiri wirklich eine GoPro hatte, der war mitten auf dem Feld. Das war auch richtig krass, da kann man richtig geiles Zeug nochmal machen, glaube ich. Sorry, keine Zeit. Naja, egal, anderes Thema. aber auch hier, ey, ohne Scheiß, der Anzug ist ja, der ist wirklich richtig geil. Das ist Mini-Wolverine, ey. Die Jacke, die Maske, die Optik, die Farben. Hammer. Da bin ich auch super gespannt, was sie mit Wolverine machen, mit dem Game. Boah. Freunde, super gespannt. Aber ey, auch wenn ich mich natürlich auf Wolverine freue, bitte in so einem Games. Und Sony. Ich weiß, Spider-Man verkauft sich tausendfach besser als Ratchet & Clank und wahrscheinlich auch Wolverine, wenn es rauskommt, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber bitte nicht wieder nur ein neues Ratchet & Clank auf der Konsolengeneration. Bitte nicht. Dann brecht ihr meinen Fanherz von Ratchet & Clank. Dann brecht ihr das. Ihr brecht es dann. Bitte nicht wieder nur eins. Dann muss ich das reinziehen. Auf der PlayStation 4 gab es nur ein einziges neues Ratchet & Clank. Nur eins!
Und das war ein Remake. Und es war gut. Es hat Spaß gemacht. War richtig geil. Aber das Original war besser. Das ist der erste Punkt. Dann habt ihr einen Flop-Film rausgebracht. Ratchet & Clank Flop-Film. Ich hab den gesehen. Erstens war der okay, höchstens, allerhöchstens, aber komplett gefloppt. Komplett gefloppt. Damit habt ihr dann auch den Sly Raccoon-Film gekillt, weil Ratchet & Clank schon so scheiße lief. Aber bitte greift das nochmal auf. Ey, dieser Teaser zu Sly Raccoon war auch geil damals. Aber bitte nicht nur eins. Bitte nicht nur ein Spiel, Mann. Rift Apart war so geil. Bitte, 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 bitte. Onkel Aaron hat hier ein Versteck. Ich sollte es finden. Das wäre schade, Mann. Das wäre echt schade. Hier unten, ne? Oh ja. Könnt die Schalltafel rausziehen. So anderes rum, andersrum, für der Seite. Verteilerkisten. Natürlich. Ich schau mal da rein. Das hat die Tür nicht geöffnet. Aber den ersten Schalter aktiviert? Es muss noch mehr Schaltkästen geben. Rest aktivieren. Zeigst du die auch an oder muss ich die einfach so finden jetzt? Ah, da zum Beispiel. Onkel Aaron muss einen Timer eingestellt haben. Ich muss die Kästen zünden, bevor er abläuft. Warte mal. Okay, so, dann lass doch erstmal suchen, wo die sind. Da ist einer, da ist einer. Anscheinend werden die ja nicht angezeigt, warum auch immer. Warum ich auch immer die selber suchen muss. Da ist einer. Okay, drei haben wir. Okay, vielleicht weiter oben noch einer? Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, okay. So, dann immer natürlich schlauerweise von oben nach unten arbeiten. Und noch einer. Das waren alle. Jetzt sollte ich zum Versteck können. Mini Wolverine klärt das Ganze hier. Das waren dann wohl alle Verstecke. Moment, mein Anzug synchronisiert sich? Genau da, wo ich mich mit Onkel traf. Vielleicht hat sein Code Fehler. Ich sollte mal nachsehen. Mit Onkel? Ich traf mich mit Onkel da. So, endlich mal wieder eine goldene Box, ey. Na gut. Wo seid ihr, Spider-Bots? Wo seid ihr? Ich guck die ganze Zeit nach euch. Okay, wir müssen komplett darüber. Wo ist denn das jetzt? Ah, da hinten. Schnellreise machen wir nicht. Hat keinen Bock, ey. Hatte so ein geiles Bewegungs... so geile Bewegungsfertigkeiten hast und Fähigkeiten hast, da willst du aber nicht Schnellreise machen, ey. Obwohl die auch geil aussehen, diese... wie soll man sagen, dieser Übergang in den Cut, in den Cutscenes, sag ich schon, in den Schnellreisen sehen auch geil aus, ey. Die Animation aber trotzdem. Oh, oh, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir! Was ist denn hier los, ey? Halb wieder im Boden. Also, wie gesagt, 100% technisch läuft das nicht rund, ey. Aber diese kleinen, Mini-Dinger, die kannst du auf jeden Fall noch ganz gut auswählen. Hier könnte doch bestimmt einer sein, oder? Hier am Raft? Ein zweiter Bot? Nein, da kommen wir später zu. Die machen wir auch noch, die Nester.
Weil da könnte vielleicht auch noch was kommen. Ich kann mir nämlich ganz gut vorstellen, wenn die jetzt Venom haben, wenn die Carnage haben. Es gibt noch ein paar andere. Es gibt noch ein paar andere hier Symbionten. Scream vielleicht. Oder Toxin. Hieß der Toxin? Toxic? Ne, Toxin hieß er, glaube ich. Ich komme durcheinander. Ich muss aber sagen, von den anderen habe ich nicht viel gelesen. Also am meisten von Venom, dann Carnage und dann ein bisschen was von Scream. Und die anderen sind eher so... Ja, gut. Man hat die mal gesehen, aber krass viel gelesen habe ich zu denen. Ich zumindest nicht. Was mache ich denn hier eigentlich? Bin ich doch gar nicht richtig. Wo sind die Spider-Bots? Ey, ohne Witz, ich scanne doch die ganze Zeit schon. Onkel? Onkel Aaron? Wo ist der hin? Der hatte hier ein Versteck. Was ist das schon wieder, Mann? Mensch. Was haben Sie damit vor? Das ist auch kein Auffällt, weißt du? Ist vollkommen normal. Einfach mitten auf dem Dach. So, her damit jetzt. Das sind Pläne von unserem Wohnblock. Er würde da doch keinen Überfall planen, oder? Ich sollte schnell nach Hause. Hm. Oder Onkel Aaron. Ich hoffe, das ist nicht, wonach es aussieht. Na, ich glaube nicht. Das ist bestimmt irgendwie so ein Andenken oder so an seinen Vater oder so, was er ihm jetzt gibt. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Oder? Was meint ihr? Ich glaube auf jeden Fall nichts Böses. Geh noch da runter, bitte. Danke. Anzug einfach vielleicht. Auch irgendwas. Onkel Aaron? Hm. Also von da drüben kannst du hier die... Also, naja. Nicht hinterfragen. Nicht hinterfragen. Was ist das denn? Lila? Was ist das denn? Was soll das sein? Ein kleines Monster? Ein kleines Eichhörnchen? Ja, Mann. Offizielles Poster durften die wahrscheinlich nicht hinhängen, ne? Aber gutes Poster. Gutes Poster, Mann. Nice, ey. Cooles Zimmer, oder? Ziemlich vollgestellt, aber trotzdem. Nice. Die Blumen. Freunde, was denkt ihr? Hat Miles die da hingestellt oder seine Mutter? Na, sag ich doch. Dieses Bild von Dad und Onkel Aaron, als sie Kinder waren. Dads Plattenspieler ist weg. Hat er uns auch bestohlen? Eine von Dads Platten. Christmas Baby. Ich hab echt das große losgezogen. Onkel Aaron ist noch hier? Er darf dich noch mehr mitnehmen. Ah, ich hab ein bisschen Bedenken wegen der Musik. Also wenn es jetzt Probleme gibt mit der Musik, wundert euch nicht, warum denn vielleicht im Nachhinein die Stellen hier stumm ist oder so, ja. Nicht, dass sie wieder Copyright ist oder so. Obwohl ich Streamer-Modus angestellt habe für das Spiel, aber weiß man nie.
Man weiß nie. Ich wusste, ich kann dir nicht trauen. Miles? Komm hier nicht mit Miles! Du verstößt gegen die Bewährungsauflagen. Du wolltest den Prowler in den Ruhestand schicken. Du hast gelogen. Wow, wow, wow. Jetzt mal langsam. Miro? Mom? Wir wollten dich überraschen, aber... Okay, was ist dir los? Als du deinem Onkel geholfen hast, war ich inspiriert. Trotz allem, was er getan hat, hast du ihm verziehen. Also wollte ich das Gleiche tun. Ihm helfen, indem ich den Mietvertrag mit unterschreibe. Nochmal danke, Rio. Wird toll, wieder Familie in der Nähe zu haben. Ich mein's ernst. Der Prowler ist Vergangenheit. Ich will eine gemeinsame Zukunft. Als Familie. Aber ich wollte mich noch erkenntlich zeigen, nicht wahr? Was ist das? Ein Prototyp aus meiner Zeit vor der ganzen Sache mit Roxxon. Könnte praktisch sein. Onkel Aaron macht wohl wirklich Platz für die Zukunft. Ein Stock höher. Das Zeug muss ich ausprobieren. Mit unterzeichnen. Schließe alte. Okay. Du hast den Prowler-Schlag freigeschaltet. Dein erster Nahkampfangriff aus der Tarnung ist stärker und schlägt Gegner zurück. Ja. Naja. Ist nett gemeint von ihm, sagen wir so. Ist nicht gemeint. Ach ja. Gut, okay. Ja. Spiel die Story weiter. Schließe alle Mysterien ab. Vielleicht ist es dieser Anzug, der DJ-Anzug. Der sah richtig geil aus. Den würde ich gerne noch haben, für mal jetzt. In dieser Illusion, weißt du, bei der ersten Illusion, wo er DJ gespielt hat, der sah richtig geil aus, fand ich. Sah richtig cool aus. Geräte, Fähigkeiten. So, jetzt können wir. So, machen wir hier erstmal alles voll. Nimm einfach alles. Nehmen wir. Ja, ich würde sagen, guck mal hier, ein Punkt, drei. Ne, hier steht's nicht. Ich will die Story weiter. Aber da wahrscheinlich auch nochmal zwei. Dann sind's fünf. Ich denke mal, ja. Ich würde schon sagen, Level 60 ist wahrscheinlich wirklich Maximum, ne? Aber ich könnte es eigentlich bei den. Ich glaube, ich habe das sogar bei den Trophäen gesehen. Ich glaube, es eher 60 ist, glaube ich, sogar. Gut, Freunde, ja. War doch schön. Ist doch zumindest schön, dass sie. Jetzt wieder vereint sind, sich gegenseitig verzeihen und alles. Das kann man schon mal sagen. Mal schauen, was mit Prowler noch passiert, denn im nächsten Teil, ich meine, ich überlege, nee, das, ja, gut. Ich dachte, mit ihm könnte vielleicht noch was passieren, so, weißt du, wie es vielleicht in anderen Sachen passiert, egal. Ja, deswegen, keine Ahnung, mal gucken. Es ist so, die haben so ein geiles Universum jetzt schon aufgebaut mit den drei Games, ne? Also so viele coole Nebenfiguren oder auch Figuren, die man so, mit denen man schon was erlebt hat, die Bedeutung haben für die Figuren und es wurde einem näher gebracht. Das finde ich halt so cool so. Also selbst wenn jetzt zum Beispiel im neuen Teil irgendwas seinem Onkel passieren würde oder er sich denkt, oh, scheiße, mein Neffe ist irgendwie am Arsch oder so, ich muss vielleicht doch nochmal den Prowler-Anzug anziehen und dann geht er drauf dabei oder sowas. Falls es jetzt so, könnte man ja machen zum Beispiel. Und das stürzt dann Miles noch weiter rein in die. Ja, in. Ja, dass er ja, noch übler am Arsch ist, so. Das könnte man ja alles machen, weißt du? Das hätte auf jeden Fall Bedeutung, weil man jetzt ihn kennengelernt hat. Das ist halt der Unterschied, wie man eine Story erzählt zu anderen Spielen. Jetzt nicht schon wieder ein paar Namen nennen, aber man hat vor kurzem vielleicht ein Spiel gesehen, wo die Story einfach komplett belanglos ist. Das ist der Unterschied. Gut, also. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Mal schauen, was wir beim nächsten Mal machen. Vielleicht stürzen wir uns dann in die nächste Mission. Könnte man machen. Ja, wir haben ja noch einige vor uns. Das macht einfach Bock. Wie viel Prozent haben wir denn jetzt? 73. Also,
Ich weiß, also guckt euch das an. Das ist Part wie viel? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt reingeballert habe in das Spiel. Und dann heulen dann Leute rum, dass das einfach zu kurz ist, ja. Ja gut, wenn du in anderthalb Tagen die komplette Story durchballerst, was ich verstehen kann, das macht Bock. Das habe ich damals bei Assassin's Creed 2 auch gemacht. Ich habe das in einer Nacht durchgespielt, Assassin's Creed 2. Aber danach habe ich nicht gesagt, ah, was ist das für eine Scheiße. Mal davon abgesehen, dass man sich vorher auch informiert, also dieses Rumgeheule immer wegen der Spielzeit, informiert euch vorher einfach. Man kann auch einfach mal auch abwarten, ne? Nicht einfach blindlings irgendwelche Spiele kaufen und dann rumjammern, weil es alles so, weil man dann nur straight die Story durchballert und dann nichts mehr macht in dem Spiel. Ja. Und dann rumweinen, weißt du? Egal, lass mir das Thema, Freunde, bevor ich jetzt hier mich wieder aufrege. So, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und schreibt mir gerne Mini Wolverine rein. Das ist das Codewort. Perfekt, Junge. Mini Wolverine. Zieht euch ihn rein, Perfekt getroffen. Stellt euch vor, der grimmige Wolverine mit Miles unterwegs. Ey, geil. Freunde, also, das war's jetzt aber wirklich. Genug gelabert. Haut rein und tschüss.